Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Da bin ich mit dem Controller gegen den Tisch gehauen und ich habe mich kurzerhand entschieden, in dieser Session noch ein, ja, noch ein paar zu spielen. Weil ich, ja, in der heutigen Session weitergekommen bin denn je. Auch der Start war beschissener denn je, um das mal so auszudrücken. Aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt klappt. Dass wir jetzt vorankommen. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Das hat nicht so funktioniert. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu spät dran. So, jetzt aber durch. Ich muss auch das Ding in zwei Hände, in einer Hand nehmen wieder. Okay. Hopp. Ins Gesicht. Ah, okay, er blockt. Das war natürlich schlecht. Okay, wir machen mal aufladen hier. So, jetzt rums. Ja, das war toll. So, jetzt können wir dich immer noch nicht meucheln. Ja, schade. Da tritt er einfach mal. Das habe ich absolut auch noch nicht so raus. Manchmal will ich halt nach vorne laufen, drücke dann R und schlage zu, also RB. Und dann tritt er halt, ja. Auch wenn ich das nicht so unbedingt will. Aber so ist das nun mal. Ja, jetzt mache ich den Fehler schon wieder. Jetzt hat er geklappt. Dass ich das Vieh mit der starken Attacke, also mit der RT-Attacke angreift. Das soll ja eigentlich nicht so sein. So, 9000 Seen immerhin wieder. Man muss sich allerdings vor Augen halten, 23.000 Seen sind weg. So, traurig es auch ist. So, jetzt... Hopp, oh Gott, ey. Okay, die Falle haben wir trotzdem ausgelöst. Naja, sei es drum. Wir sind auf dem Dach. Und hier kommen wir hoffentlich zum Leuchtfeuer. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht, ey, echt. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Drückt mir verdammt nochmal die Daumen. In der Zeit rüste ich ja alles aus. Ihr könnt schön fleißig die Daumen drücken. So, wir trinken was. Und dann geht's munter in das Feuer. Ja, schön. Dann bin ich zu weit gelaufen. Ach Mann, so. Jetzt hier noch schnell hoch. Und dann können wir im Prinzip jetzt schon die Zeit nutzen. Mal gucken, ob er jetzt da hinten noch was hinwirft. Na, na, jawohl. Dann können wir jetzt hier lang laufen und dann schön hier lang nochmal. Und dann können wir die Zeit nutzen zumindest. Nochmal kurz überschnaufen. Und ich hoffe einfach nur, dass da das verkackte Leuchtfeuer drin ist. Wir ziehen uns die Klamotten aus. Das hat das letzte Mal ganz gut geklappt. Und dann sprinten wir los, sobald es losgeht. Sobald das Feuer aus ist. Jawohl. Und ich bin drüben. Jungs, wenn hier das Leuchtfeuer jetzt nicht drin ist, dann kotze ich. So, okay. Was ist denn das für ein... Ich ziehe meine Klamotten erstmal an. Bevor der mir hier ans Leder will. Alter, wenn jetzt hier das Leuchtfeuer nicht drin ist, ja. Dann kotze ich den gepflegt auf die Theke. Und das sage ich so, wie es ist. Und das mache ich auch. Allerdings gibt es davon kein Video. Weil, ja, er kennt das ja. So, ich muss jetzt hier vorbei. Ich darf den nicht angreifen. So, was willst du von mir? Who are you? Ah, another undead, eh? I took my sense fortress alone. But I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Okay. Was verkauft der uns? Große Scherben. Sehr cool. 4000 Seen. Ja, ganz schön happig, ne? Ganz schön happig. Ein Turmschild, ein Großschwert, eine Großaxt. Ja, mehr nicht. Katharina-Stulpen. Und ja, okay, Magie brauchen wir jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Wir kaufen uns einfach mal zwei große. Jo. Alles klar.
Ja, das könnte uns ganz gut helfen. Können wir die Waffe zumindest zweimal upgraden. Beziehungsweise einmal umwandeln, einmal upgraden müsste es sein. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen. Und ich hoffe einfach, da unten ist ein Leuchtfeuer. Ich hoffe es einfach. Betet mit mir und betet. So, hier ist schon mal nichts. Und da ist ein Monster, das uns angreift. Und ich hoffe einfach, dass jetzt hier um der Ecke gleich ein Leuchtfeuer ist, aber ich sehe es nicht. Es ist zum Kotzen, ehrlich. Hier ist eine Seele, aber Käfigschlüssel. Okay, dann können wir den Käfig da hinten dann wahrscheinlich aufmachen, wo ich mich gefragt habe, wie macht man das Teil auf? Vielleicht ist ja da ein Leuchtfeuer drin. Weiß ich nicht. Aber warum ist denn hier kein Leuchtfeuer? Ist zumindest jetzt nicht so schlimm, wenn wir zu sterben, dann können wir zumindest den Käfig aufmachen. Ja, ich bin echt ratlos, weil da oben ist der Boss möglicherweise. Da können wir jetzt eigentlich mal hingehen. Das machen wir jetzt mal. Wir ziehen nochmal alles aus. Dann rennen wir. Hopp, 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 hopp. Jetzt. Wow, war knapp. Und dann schauen wir uns nochmal, wo war denn das? Da hinten ging es jetzt nicht so lang. Ziehen wir den anderen Ring wieder an. So. Hier hoch ging es, glaube ich, zu dem Boss. Und einen anderen Weg gab es ja an sich nichts. Es ging einmal hoch zum Riesen. Und einmal zu dem anderen Typen. Was wahrscheinlich ein Boss ist, würde ich mal behaupten. Weil da ging es halt auch durch die Tür. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit unserem Zustand schaffen. Wir könnten es allerdings mal probieren. Brauchst Menschlichkeit? Brauchst Menschlichkeit. Da oben. Ja, wir probieren es einfach mal. Wenn jetzt hier ein Leuchtfeuer ist, dann kotze ich auch. Aber es ist ein Boss. Eisengolem. Ich hab's so ein bisschen geahnt. Okay, ja, probieren wir einfach mal. Ah, es ist schon komisch, dass hier kein Leuchtfeuer ist. Vielleicht habe ich bisher irgendwas übersehen. So, er ist langsam. Und die bollern hier natürlich weiterhin mit Feuer. Das ist natürlich wunderklasse. Wunderklasse ist das. Okay, der Boss wird wahrscheinlich deutlich einfacher, wenn wir... Wir trinken erst noch was. Ja, wenn wir den Typen da fertig gemacht haben. Oder wenn wir hier hinten kämpfen. Okay. Ja, hier komme ich halt nicht durch. Ja, und mich packt er jetzt. So, was macht er jetzt? Der wirft mich auf den Boden. Okay, schaffen wir. Ja. Ja, wird schwierig. Weil wir jetzt nicht so die Möglichkeit haben, uns großartig zu bewegen. Deswegen wäre es wahrscheinlich klüger. Ich kann es auch nicht abwehren. Klüger, den Golem da erst zu machen, den anderen Golem. Läuft eh. Okay. Können wir uns ein bisschen umherdrehen hier. Und mit dem spielen, mehr oder weniger. Okay, ja. Okay, so macht doch was. So können wir zumindest den Boss mal ein bisschen kennenlernen. Auch wenn es gerade unheimlich gut klappt. Aber wenn ich das jetzt hier sage, geht es eh wieder schief. Ja. Da werde ich getroffen und falle sogar runter. Das ist natürlich schon geil. Ja, die Hälfte mal abgezogen. Wird natürlich deutlich einfacher, wenn wir den Golem weggemacht haben. Also unser nächstes Ziel wird dann wahrscheinlich eher der Golem sein. Von daher haben wir jetzt schon mal... Okay, warte mal. Achso, ja. Haben wir Seen oder sowas gefunden? Nee, ne? Könnten wir theoretisch auch Seen nehmen? Nee, wo waren das... Gibt's denn das? Hier war das drin, ne?
Ja, nur die sehen. Ja, bringt uns jetzt nicht so viel. Die nehmen wir nicht. Die muss ich ja aufsparen. Wofür weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken, wann wir das dann letztendlich erfahren. Also, da kannst du, glaube ich, irgendwelche Waffen draus schmieden. Müssen wir mal sehen. Göttliche Waffen könnte halt gut möglich sein, dass ich aus diesen Seen da göttliche Waffen bauen kann. Aber das geht ja auch durch göttliche Glut und ja, keine Ahnung. Müssen wir mal sehen, wie es dann letztendlich ist. Ich weiß es nicht. So, der eine ist tot. Der andere... Ach so, scheiße. Hä? Was war denn das jetzt? Okay, hat er mich wahrscheinlich trotzdem getroffen. Obwohl ich geblockt habe. Ja. Dann ist das halt so. Na komm. Ach, jetzt brauche ich dich langsam auch nicht mehr meucheln. Na gut. Gut, gut, gut. Naja, wir haben jetzt einen Kellerschlüssel. Wir können jetzt zumindest die eine Tür da aufmachen. Ob die uns vielleicht zu einem Leuchtfeuer führt, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Dann werde ich jetzt in den nächsten Folgen, um euch schon mal so ungefähr drauf vorzubereiten, mich in dem Kellerabteil umsehen. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Und dann gegebenenfalls, wenn da kein Leuchtfeuer ist. Ja, jetzt mache ich wieder Kacke. Ja. Werde ich dann durch dieses Loch da gehen, was die Kugel da aufmacht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Aufgabe für die nächsten paar Folgen. Oder nächste Folge. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Müssen wir dann mal sehen. Ja. Und dann müssten wir früher oder später eigentlich... Oh, was war denn das jetzt? Ja, Kurzschwert wollte ich nicht nehmen. Dann müssten wir früher oder später eigentlich... Ja, nicht alles erkundet haben, aber schon mal ein Leuchtfeuer gefunden haben. Also es ist mir unbegreiflich, dass hier jetzt... Muss ja irgendwo ein Leuchtfeuer sein. Und ich glaube, Akinuma hat ja gesagt, ich soll mich oben gut umschauen. Und vielleicht sollte ich mich deswegen gut umschauen, weil ich... Oh, plündern. Weil ich dieses... Leuchtfeuer, also beziehungsweise den Schlüssel. Flammberg. Müssen wir mal gucken, das ist glaube ich eh für Beweglichkeitscharaktere. Also nicht für mich. So, wo haben wir sie denn? Flammberg. 100. Ja, D auf Dings und C auf Beweglichkeit. Ja, war schon fast klar an sich. Okay, der Typ ist auch schon tot. Tot. Alter Falter, tot. Ja, tot natürlich. So, ich stelle mich jetzt gleich nochmal vor den Fahrstuhl, dass ich mich da schon mal abstelle. Das ist so, ja, meine Art Checkpoint. Da kann ich gut meine Folgen mal beenden. Hat ja bisher immer so hingehauen. Der hat keinen Schaden gekriegt, ne? Ja, so. Jetzt halt irgendwie. Ja, jetzt wurde ich halt mit Leidenschaft gezogen. Nur weil ich den Typen da reinschubsen wollte, noch ein bisschen. So, kommst du? Na, das klappt doch wunderbar. Okay, fast. Er hat einmal geblockt. Dann nehmen wir dich halt so mit. Okay. Dann haben wir es ja gleich. Die Kugel noch schnell abwarten. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon über der Zeit, wenn wir am Fahrstuhl sind. Aber, naja, so 15 bis 17 Minuten sind ja vertretbar. Nicht wie das eine Mal, wo ich bei der Hydra stand, waren es, glaube ich, 25 Minuten oder so. Das geht halt gar nicht. Da hätte ich zwei Folgen draus machen können. Aber, naja, so ist das normal. Ja, in der Zeit, wo wir auf diesen schönen Fahrstuhl warten und raufgehen, sage ich dann schon mal Tschüss. Und wir sehen uns in der Folge 74 wieder. Und da erfahren wir dann auch, was hinter diesem geilen Tor ist, wofür ich jetzt einen Kellerschlüssel habe. Hoffe ich, hoffe ich. Ja, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.